Freunde, schönen guten Tag, guten Abend. Willkommen zurück. Ja, heute machen wir ein bisschen was. Und zwar hauptsächlich eigentlich nur noch Building, glaube ich. So. Oh. Wieso war denn das Gameplay aus? Okay. Ja, hi. Dann jetzt aber vernünftig. So. Oh, der Server wurde neu gestartet. So. So. Ja, für heute ist geplant, hier unten alles hübsch zu machen. Das hier ist unsere Base, denke ich mal. Okay, damit haben wir jetzt auch Zugriff.
So, was machen wir denn jetzt am geschicktesten? Okay. Von der Höhe passt es, also machen wir 15. Hi, was geht? Moment. Ich muss mal eben was nachgucken. Was wollen wir jetzt machen? Das muss noch größer. Ups. Ja, genau. Ich versuche gerade die Plattform für den, wie heißt es gleich noch? Für den Fahrstuhl zu bauen. So. Okay. Ja, das hat ja lang gedauert. Ja. Das ist ein Bullshit. Warum auch immer, das ist jetzt die Frage, wie ihn jetzt getötet haben. Ist jemand auf Reisen? Ja, ich bin auf Reisen. Ich auch. Ja, oh, shit. Sollte aber auch nicht das Problem sein, eigentlich. Gestern Abend noch, was heißt gestern Abend? Gestern Nacht habe ich dann nochmal René gefragt, ob ich auf Reisen gehen darf. Hat er gesagt, ja, und dann bin ich dann irgendwie nach einer Stunde, habe ich gesagt, ich mach aus. Und bin dann irgendwo gewesen.
bin jetzt weitergelaufen. Ja. Ich guck gerade mal. Ich bin zwar noch bei mir relativ in der Nähe, so einer näheren Umgebung, nicht allzu weit weg, aber keine Ahnung. Ist ja auch interessant, dass es einfach wegcrasht beim Erkunden. So. Was sagt denn der Serverlog? Das gucke ich ja gerade. Den habe ich gerade geöffnet, als du gefragt hast. Also, Exception in Server Tick Loop. Wieder da. BB. Junge. Das heißt. Der Serverlog sagt, ja. Fehler im Server Tick Loop. Gleiches wie beim letzten Mal? Nee, ein anderes diesmal tatsächlich. Ah, okay. So richtig anders oder könnte korrupt immer noch? Nee, so richtig anders. Okay, interesting. Ja. Also irgendein, ja, also, das ist einfach nur, irgendwie ist gerade der Server gecrashed und jetzt gucken wir gerade, was da die Ursache ist. Ja, das ist normal mit den Zuschauern. Ja, genau. So. Ja, man muss einfach andauernd die Internetseite resetten. Ich habe noch einen Tipp vielleicht, den man einwerfen kann. Oh, sorry. Test. Ich habe gar nichts gemacht. Ja.
Bei meinem privaten Server habe ich das immer hingekriegt, wenn ich mit Sophisticated Storage zu viel raus- oder reingepumpt habe, dass der Server einfach weggecrashed ist. Ich weiß nicht, ob... Ja, die Chest, wo man dann auch noch die Upgrades reinpacken kann, dass man irgendwie 14 Millionen Items drin storen kann. Moin! Wir versuchen gerade wieder auf dem Server zu... Anscheinend. Thank you.
So, dann sind wir erstmal aus dem Discord raus und gucken mal weiter, ob der Server dann jetzt laufen wird. So. Das hier ist jetzt unser eigentlich auch in-game, aber relativ selten. Genau. So. Aber, ja. Also wenn mal jemand vorbeikommt, dann auf jeden Fall. Aber so aktuell ist ganz viel Building angesagt. Ja. Das trifft zu. So. Was? Oh Gott. Nee. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich machen wollte. Ich weiß gerade nicht, was ich machen wollte. Ah, Simple Light. Oh. Genau. Finde ich an sich auch ganz cool. Dass hier kein Zwang ist, mit anderen zu interagieren. Weil da bin ich echt schlecht drin.
Machen wir da unten nochmal ein bisschen Beleuchtung rein. Sieht jetzt nicht gerade schlecht aus, würde ich sagen. So. Ja, ne? Aber ich finde das nice. So. Also das ist dann unser... Ja, das trifft zu. Also... Ich glaube, ich weiß, was ich machen will. Und zwar gehen wir jetzt mal eben nach Hause. Und... Wir bauen was. Dem. Und eine vernünftige Eingangstür. So, Ex. Crafter. Concrete. So. Und jetzt gehen wir in die Mining Dimension, weil ich was bauen will. Wir brauchen noch einen Stick.
So. Ich habe was vorbereitet, was unsere Eingangstür werden soll. Ja. Das ist jetzt erstmal aus Black Concrete gebaut. Und ich will das mit, wie heißt das gleich noch? Mit RF-Tools mit dem Bilder bauen und die Concrete-Blöcke durchtauschen. Ja, die sind aktuell schwarz. Aber eine andere Idee war es. Man sieht ja hier den Abstand. Dass das hier oben ist. Und mit Create und einem Piston, dass man dann die Tür auf und zu machen kann, was dann das Maul von dem Schädel ist. Das war so die Idee. Genau. Jetzt muss ich noch mal rausfinden, wie ich den Mod richtig einsetze, weil ich gerade nicht... Ich habe das mal für Uhrzeiten gesetzt. How to use Lightmatica. Nee, nicht Z. So, der Kram. So. So, und dann kann ich jetzt nämlich mit Build Up und Down dann alles bauen. Dann hab ich hier den. Ja, auf jeden Fall wird das knifflig. Das einzig Gute ist ja wirklich, dass wir hier zum Glück ein gutes Layer haben, womit wir arbeiten können. Das wird jetzt zwar maximal nervig für einen Stream, aber aber eine schöne Eingangstür sollten wir dann schon mal haben. Und mit Create gucken wir dann einfach später. Also ich würde jetzt erstmal sagen, dass man den ganzen Kram ransetzt. Dann guckt, wie es am Ende aussieht.
muss auf jeden Fall die Geschwindigkeit ab. Ja, so passt das perfekt. Das Gute mit dem Bilder von RF-Tools, finde ich zumindest, du kannst das Ganze integrieren und einscannen und dann kannst du die Materialien einfach auswählen, die du nehmen möchtest. Der nimmt hier so gesehen dann wirklich nur, wie das aussieht. Und anschließend würde ich das gern einfach mal testen, wie verschiedene Materialien aussehen mit dem Totenkopf. Weil nur Black Concrete, da bin ich mir unsicher, ob das gut aussieht. Und ja. Deswegen bin ich da halt schon vorab am Bauen hier. Damit man es dann mit unterschiedlichen Materialien auf- und abbauen kann, ohne ständig hier wieder mit dem Mod zu arbeiten und die ganze Zeit übelst viel Sachen klicken muss. Mal kicken, ob das den Aufwand wert ist. Dann wird halt noch das Problem, das richtig in den Berg zu integrieren. Aber ich kann die Mod hier sehr empfehlen. Schimpft sich Forgematica und ist eigentlich nur ein Klon von Lightmatica. Aber für Forge kann man sich einfach bei Cursed runterladen. Und dann braucht man noch die Quick Lab oder so. Ich weiß gerade nicht, wie genau die heißt. Und dann kann man hier die ganz normalen Lightmatica Schematics reinladen und, was ich halt cool finde, ist auch die ganze Steuerung und so weiter ist identisch mit Lightmatica, sodass man sich, wenn man mit Lightmatica arbeitet in Fabric, sich nicht umgewöhnen muss.
Ja, und das ist hier so eine Fan-Mod. Ja, ich kann mir wahrscheinlich was Spannenderes vorstellen. Mit Light Medica zu spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ja, also dann bis übermorgen, würde ich sagen. Aber ich freue mich ja schon, wenn dann unser Eingangsbereich schön geschmückt ist. Und dann wir dann nach und nach dann alles vernünftig bauen können. So wie ich mir das erdacht habe. Und, ja, da sind schon ein paar Ideen im Stream zusammengekommen, auf die ich richtig, richtig Bock habe. Und, ja, ich glaube, die können wir auch sehr, sehr gut umsetzen, was ich ganz cool finde. Das einzige Problem ist halt wirklich, dass das Teil so riesig ist. Ich war im Überlegen, wenn wir jetzt hier die Augen haben, ne, links und rechts, ob man, wir müssen hier hinten auf jeden Fall noch irgendwas bauen, dass man weiter in den Berg reinkommt, weil so wie es aktuell aussieht, damit das mit dem Mund ordentlich aussieht, haben wir hier irgendwie noch eine mega die Lücke. Und dann wollte ich weiter in den Berg reinbauen und dann hier vielleicht mit Tinted Glass, weil das halt so mega gut das Licht abschirmt. Sieht zumindest danach aus. Vielleicht irgendwas in die Mitte reinsetzen. Ein Leuchtblock oder sowas.
und da drum dann Lava laufen lassen, dass das aussieht wie zwei große glühende Augen. Und dann vielleicht mit entweder direkt hier irgendwie Lava runterlaufen lassen oder mit dem Blut von Blood Magic, dass dann hier irgendwie Blut rausläuft. Da war ich am Überlegen, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Aber das müssen wir einfach testen, wenn der Schädel dann richtig in der Wand drinne hockt. Einfach gucken, wie kriegen wir das hin, dass es gut aussieht. Genau, weil die Idee war es, müssen wir eben hier in die Homebase. Hier ist jetzt gerade Tag, aber der Eingang soll wirklich hier sein, wo hier jetzt aktuell der Eingang ist. Ja, irgendwie sowas. Also, das war die Idee, aber dass das hier mittig ist und dann hängt der hier wirklich in dem Felsen drin, müssen wir dann halt noch anschließen. Und vom Eingangsbereich aus wollte ich dann dieses Coral, wie heißt es gleich noch, diese Coral Tombstones setzen, ein paar mehr, dass das so aussieht wie der Eingangsbereich zu einer Gruft, irgendwie sowas. Und die verbreiten halt Nebel und wenn wir dann noch mehr bauen, sieht das halt noch extremer aus. Und dann schöne Wege und dann haben wir hier, keine Ahnung, man könnte mit den Skulk. Oh ne. Skulk. So. Mit den Sensoren kann man ja die Geräusche in der Umgebung abfarmen. Und wenn man dann auf die Tür zukommt, geht dann automatisch der Mund auf. Wäre so eine Idee. Irgendwie sowas. Aber das kommt dann später. Und dann sollten hier links und rechts große Türme in Schwarz gehalten, wo drinnen dann unsere Farmen drinnen hängen, die genau so aufgebaut sind und uns Essenzen und so weiter bringen sollen. Das dann in schönen großen Türmen. Und dann kommt hier Mauern und hier ist genau unsere Baugrenze, dass dann hier ein Tor ist, was dann auch noch geöffnet wird. Irgendwie so ein Falltor oder sowas. Dass wir hier eigentlich der Eingangsbereich zu einer schwarzen Gruft ist, mit Mauern und einem Friedhof vorne vor. Und den Weg hierhin, von dem Weg aus wollte ich dann mit Kirschbäumen setzen, weil die halt diesen geilen Effekt haben. Enderperle. Man könnte das vielleicht mit Itemframes. Da passiert gar nichts. Ah, die muss sich bewegen. Du meinst den? Gibt es eigentlich Partikel? Man könnte auch hier so ein Firefly-Partikel spawnen.
muss ich mir mal angucken. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine Idee. So.
Welcher Name? Oder meinst du mein Game Tag? Achso, das ist eine Zusammensetzung aus, oder was heißt Zusammensetzung? Das ist eigentlich nur mein Nachname plus drei Buchstaben und, weil es lustig ist und ich den schon, keine Ahnung, seit 10 oder 15 Jahren nutze. 10 Jahre eher. Aber hauptsächlich, weil es lustig ist. Und weil ich damit schon bei jedem großen Internetanbieter, was Spiele angeht, Probleme hatte und ich überall damit jetzt freigeschaltet bin. Das einzig Bescheuerte ist, mein Gametag bei Blizzard ist The Cock, aber ich darf keinen Charakter in WoW so nennen. Aber mein Account heißt so. Also ist auch ein bisschen bescheuert. Aber in anderen Spielen kann man mich deswegen zum Beispiel nicht melden. Was ich auch ziemlich lustig finde.